Herzlich willkommen bei Come On Jetzt. Es ist heute ein besonderer Tag. Eigentlich ging es mir ein bisschen schlecht die letzten Tage. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es sind gerade schwierige Zeiten. Aber heute bin ich etwas euphorisch erfreut, weil wir haben einen neuen Host bei uns. Und zwar Florian Kerner. Florian, es ist nicht nur so, dass wir uns seit 30 Jahren ungefähr kennen und zusammen politisch aktiv sind. Tatsächlich 30 Jahre. So, und Florian ist ein Schlossbesitzer im Weitesroder in Thüringen. Er ist ferner seit sehr, sehr langen Jahren nicht nur politischer Aktivist, sondern auch Journalist, der lange Zeit bei der Jungen Welt geschrieben hat und ein Name und ein Größter ist in den alternativen Medien. Und darüber hinaus ist Florian auch ein Liedermacher. Auch schon seit Jahren hat sehr viele politische, aber auch andere Art von Songs und Hits gelandet. Er hat gerade ist sein neuer Song zusammen mit Anna-Katharina Kränzlein und mit einem kleinen Einsatz auch von Konstantin Wecker und Joe Barnickel gerade herausgekommen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Florian. Hey, grüß dich. Wir träumen ja schon seit Jahren, dass es mal auch auf Deutsch sowas wie The Young Turks geben soll. Also machen wir es jetzt, legen wir los. Unsere Themen heute sind, wir wollen mit euch sprechen über die Leopoldina und deren Erklärung, die sie abgegeben haben für den Umgang mit der Corona-Krise. Darüber hinaus sprechen wir heute über die Situation der Kulturschaffenden. Wir reden über die Kritik, die es an der Strick-Studie, der sogenannte Heinsberg-Studie gab. Und als letztes sprechen wir über Bernie Sanders, ob er gerade einen Ausverkauf macht. Die heutige Sendung beginnen wir mit der Leopoldina. Ihr habt es vielleicht gehört, in den Medien ging das sehr rum. Leopoldina sind die älteste Wissenschaftsakademie der Welt, die durchgängig sozusagen aktiv agiert. Und sie haben eine Erklärung abgegeben letzte Woche zu der Situation der Corona-Krise und wie man mit dieser umgehen soll. Es gab jetzt viele Berichte in den Nachrichten darüber und so was ein bisschen kolportiert worden ist, dass die Leopoldina sich für den Exit aussprechen. Ja? Dem ist aber nicht so. Wenn man die Erklärung liest, die reden darüber, wie man das öffentliche Leben wieder normalisieren kann, aber Punkt A, die sagen, das öffentliche Leben kann schrittweise unter Voraussetzungen normalisiert werden. A, dass die Neuinfektionen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau. Das heißt, die haben jetzt nicht gesagt, wir machen das sofort, sondern wenn Neuinfektionen sich stabilisieren und runtergehen, dann sozusagen die Epidemie im Griff ist, dann kann man das öffentliche Leben wieder normalisieren. Und zwar, da machen sie viele Vorschläge. Darüber kann man jetzt diskutieren und auch anderer Meinung sein. Was mir nur aufgefallen ist und worüber ich gerne ein bisschen kritisch reden wollte, ist erstens, dass diese Institution zwar viele Vorschläge macht, die jetzt sozusagen man diskutieren kann, aber nicht nur hinsichtlich der Pandemiebekämpfung, der Epidemiebekämpfung, sondern sich sehr stark dann auch in die wirtschaftspolitische Diskussion einschalten. Und zwar geht es darum, dass die Leopoldina sich deutlich dafür aussprechen, dass man jetzt so schnell wie möglich zur schwarzen Null zurückkehren muss, also keine Neuverschuldung machen sollte. Ich weiß nicht, schwarze Null, das war ja früher so eine Art religiöse Mantra, man darf die schwarze Null nicht erschüttern. Und sie schreiben auch, dass man die schwarze Null über Jahr jetzt so lange gemacht hat, gibt uns die Möglichkeit, jetzt in Krisenzeiten viel Geld auszugeben. Wo ich mir aber denke, ey, wenn man nach den USA schaut, die haben die höchste Staatsverschuldung der Welt und geben gerade noch mehr Geld aus. Also scheint das damit nicht so ganz zusammenzuhängen. Ich verstehe das sowieso mit diesen Verschuldungen, wie viel Geld man ausgibt, nicht so ganz. Verstehst du das, Florian? Ja, also ich gehöre vor allem zu denen, die sich nur noch wundern seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ich meine, das, was hier eigentlich passiert, ist, glaube ich, in der Wirtschaftsgeschichte ziemlich einmalig gewesen. Nämlich, dass man auch zyklisch im Boom ständig Geld reingeschoben hat. Also die alte keynesianische Idee war ja, in der Krise schiebst du Geld ins System, um sozusagen diesen Abschwung aufzufüllen mit Geld, da machst du Schulden. Und dann, wenn der zyklische Aufschwung wieder kommt, dann kannst du diese Schulden abbauen, ja, weil es boomt ja eh, Steuereinnahmen sprudeln sowieso. Und bei der nächsten Krise verschuldest du dich wieder. Das war so die Idee praktisch des Keynesianismus, wie man eben dieses Auf und Ab
des Kapitalismus eben ausgleichen kann. Und jetzt ist es ja eigentlich so, die Geldschleusen sind ja praktisch ständig offen. Da hat sich eigentlich auch seit 2007, 2008 der Weltfinanzkrise wenig geändert, sondern die EZB, die Europäische Zentralbank, hat ja dieses Programm aufgelegt, wo sie da jeden Monat irgendwelche, was waren das, 50 Milliarden oder 80 Milliarden an Staatsanleihen da aufkaufen. Und jetzt gerade gehen die Schleusen wieder volle Granate auf. Und man fragt sich so als skeptischer Beobachter, wie lange kann denn sowas eigentlich gut gehen? Gleichzeitig dieser Fetisch schwarze Null hat ja eigentlich vor allem immer nur dann so eine große Bedeutung bekommen, wenn es darum ging, soziale Ausgaben zu kürzen und eben den Staat auf der Seite schlanker zu machen. Also das 2%-Ziel der NATO, also 2% des Bruttosozialprodukts irgendwie für Waffen auszugeben, das war ja komischerweise nie Teil dieser Diskussion über die schwarze Null. Also insofern finde ich, das ist ein sehr ideologisches Ding, diese schwarze Null. Und dass die das jetzt in dieser Studie wieder rausziehen, finde ich überhaupt gar nicht sehr überzeugend. Ja, und darüber hinaus sprechen die Leopoldina in ihrer Erklärung auch dafür, dass man zurück zu marktwirtschaftlichen Prinzipien muss. Also der Staat, wenn er sich jetzt schon einkauft oder über die Unternehmen, die Konkurs sind, übernimmt, muss sich nach der Krise sofort wieder zurückziehen. Mhm. Also es ist, wie du schon sagst, ziemlich ideologisch. Und ich muss auch sagen, es gibt ja viele Diskussionen, dass man sagt, ja, wir müssen auf die Natur, auf die Wissenschaftler hören. Ja? Finde ich auch. Also in der CO2-Diskussion habe ich tatsächlich auf die Wissenschaftler gehört. Auch ich höre mir jetzt auch beim Virologen zu. Ich bilde mir dazu jetzt nicht mehr, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich sage, wie man Epidemie bekämpft. Da muss man auf die Wissenschaftler hören. Aber es gibt eine ziemlich klar, also ich, für mich gibt es ziemlich klar einen Unterschied zwischen so Naturwissenschaften wie Physik, Biologie, Virologie, ja, und so Frage von Politik. Also in Politik scheint es mir nicht so sein, dass es da eine wissenschaftliche Wahrheit gibt und diese Professorenschaft, ja, verkündet die jetzt und wir folgen dem. Hier wird meiner Ansicht nach eine ziemlich klare politische Intervention gemacht von den Leopoldinern für einen weiterhin eigentlich neoliberalen, marktzentrierten Wirtschaftspolitik und das ummantelt unter wissenschaftliche Aussage. Ja. Und ganz interessant finde ich übrigens, dass diese Leopoldina, wenn man sich die Liste anschaut, diese Professorenschaft, das sind ungefähr 30 Leute, dabei davon sind zwei weiblich. Ja, es ist sozusagen einer, der Amin Nasseh hat so ein bisschen iranische Hintergrund, ansonsten haben es tatsächlich mit einer Clique alte weiße Männer zu tun, die jetzt die wichtigste wissenschaftliche Beratungsinstanz der Regierung geworden sind. Und wenn ich da mal aus meiner Perspektive als Neu-Ossi, also als Exil-Bayer im Osten sagen darf, es gibt an allen ostdeutschen Universitäten keinen einzigen Universitätsrektor, der aus Ostdeutschland stammt. Also die Leopoldina ist da ja insofern auch, aber ist auch interessant, ja. Aber ich wollte dir an einer Stelle noch ein bisschen widersprechen, also dieses hohe Lob sozusagen auf die Wissenschaftlichkeit der Naturwissenschaften im Gegensatz jetzt zu den Geisteswissenschaften. Ich denke, auch das muss man natürlich schon ein bisschen sehen, dadurch, dass du ja hauptsächlich eine Drittmittelfinanzierung heutzutage hast, gibt es natürlich eine enorme Einflussnahme von allen möglichen Interessensgruppen auch auf die Naturwissenschaften. Ich denke insofern nicht, dass man jetzt sagen kann, in den Naturwissenschaften ist alles sozusagen rein sachlich, wissenschaftlich, faktenbasiert und so weiter. Also ich finde diese Diskussion über die Einflussnahme von Bill Gates zum Beispiel, finde die schon sehr legitim, weil ich persönlich möchte, dass so zentrale Entscheidungen eben über Impfstoffe, Forschungsprojekte, epidemiologische Szenarien und so weiter und so fort. Ich möchte, dass die in öffentlicher Hand und damit auch unter demokratischer Kontrolle sind. Ich finde das nicht gut, wenn also Multimilliardäre wie eben Bill Gates oder Warren Buffett da so eine riesen und letztlich sehr dominierende Rolle einnehmen. Ja? Gleichzeitig finde ich, gibt es in der öffentlichen Diskussion relativ viele Artikel, und zwar auch im bürgerlichen Mainstream, die dann doch in eine andere Richtung ziehen. Also gerade im Spiegel gestern war wieder ein Artikel, wo sie gesagt haben, hey, passt auf, die Normalität nach Corona kann nicht einfach die Wiederherstellung der Normalität vor Corona sein. Ja, und dann wurde also darauf eingegangen, dass 2007, 2008 in der Weltfinanzkrise die CO2-Emissionen ja auch schon extrem runtergesackt sind.
Ja, und danach gab es die riesen Aufholjagd und dann sind die CO2-Emissionen wieder nach oben geschossen, dass alles zu spät ist. Und da haben sie eben auch gesagt, hey, es muss irgendwie jetzt schon auch geschaut werden. Und dann haben sie verschiedene Firmen porträtiert, ja, inwieweit die jetzt sagen, Klimaziele sind weiterhin wichtig oder nicht so wichtig und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine extrem wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzung jetzt. Nach diesem Corona-Reset, wie wird dieses System wieder hochgefahren? Was ist jetzt wie viel wert? Also ich denke, dass Gesundheitsversorgung ziemlich wichtig und viel wert ist. Das haben jetzt doch ziemlich viele Leute begriffen. Und da kann man sicher sehr in die Offensive gehen. Und da gibt es ja zum Glück auch eine sehr gute gewerkschaftliche Organisation, gerade im Pflegebereich. Das ist ja eigentlich so einer der wenigen Bereiche, wo eine neue Form von gewerkschaftlichen Organizing in den letzten Jahren so wirklich funktioniert hat, hatte ich zumindest den Eindruck. Ja, diese Frage, wie es weitergeht, dass tatsächlich man nicht zurück sollte zu einer Weltordnung, zu einer Wirtschaftsordnung, die ja dabei war, den Planeten zu zerstören, sondern dass man tatsächlich ein Reset an einen anderen Weg einschlagen soll. Bei allem, was wirklich katastrophal ist in Zeiten dieser Pandemie, ich habe ein Video bekommen, kann man vielleicht hier einbauen, aus Neapel, aus Süden Italiens, wo es eine Hafenstadt ist, das Wasser ist so verdreckt dort, ja, und jetzt ist das Wasser glasklar und da schwimmt Delfine von Neapel. Es gibt Bilder von Ganges, dieses Riesenfluss in Indien. Ich stand schon mal am Ganges. Es ist so, stinkt so abartig, dass du dann schnell wieder gehst. Es ist Wasser, das Wasser ist glasklar geworden. Ja? Ja. Wir sollten aufhören, zu einer Welt zurückzukehren, die eigentlich alles verdreckt und versaut hat vorher. Und das ist, glaube ich, die Auseinandersetzung. Dieses Leopoldina-Papier ist aber der Geist, der sagt, genauso weiter wie vorher. Ja. Ja? Im Übrigen waren die als auch, die 2016, also von nicht allzu lange Zeit, vorgeschlagen haben, in Deutschland 1300 Krankenhäuser zu schließen. Bertelsmann-Studie. Die Bertelsmann, ja. Und der Karl Lauterbach, ne, dieser SPD-Gesundheitsexperte, der hat das ja dann auch unterstützt, wovon er jetzt nicht mehr so sehr häufig redet, ja. Aber weißt du, genau diese Effekte, wenn du jetzt ansprichst, also ich glaube, also mir ist das gestern aufgefallen, wie unglaublich satt blau der Himmel ist. Ja, also weil natürlich die ganze Luftverschmutzung, das Rumgefliege und das hat ja, da brauche ich gar nicht über Chemtrails diskutieren, weil alleine das schon ausreicht, um dir sozusagen zu erklären, warum der Himmel nicht mehr so blau ist, wie er vielleicht in unserer Kindheit gewesen ist, ja. Und das sind eben Effekte, dass man das jetzt mal sinnlich erfährt, wie das wäre. Meine Schwester wohnt mitten in München, die sagt, du plötzlich hörst du da die Vögel in der Straße. Also es ist völlig erstaunlich plötzlich, ja, kommt die Natur da zurück. Das ist natürlich schon sozusagen sehr, sehr wichtig, gerade weil ich denke, es gab eben jetzt die letzten 2-3 Jahre so einige Momente, wo man gemerkt hat, au Backe, alles, was da so im Grunde über die letzten 20-30 Jahre als Worst-Case-Szenario an die Wand gemalt wurde, eben Klimawandel, Ökokatastrophe, whatever, Outbreak, der Film oder so, das fängt jetzt wirklich an zu passieren. Also ich glaube, dieser Dürresommer 2018, das war so das erste Mal, wo Leute in Deutschland auch gemerkt haben, sag mal, was passiert eigentlich, wenn es nicht mehr regnet? Und das ist übrigens jetzt genau dasselbe schon wieder. Hier der Boden furztrocken. Es hat hier bei uns schon wieder fast 2 Monate nicht geregnet. Ja, also wir rennen den ganzen Tag mit Gießkannen rum und pumpen die Zisterne leer und so weiter. Also es ist unglaublich. Ja? Und ich denke, das ist eben eine Geschichte, wo Corona natürlich jetzt auch nochmal voll reingeht, weil das haben, glaube ich, alle, die jetzt nicht glauben, dass das nur von den bösen Chinesen kommt, schon begriffen, dass diese Gefahr von Pandemien natürlich auch durch unsere Art der Ökonomie und unsere Art der Gesellschaft natürlich enorm zunimmt. Ja, und ich glaube, dass tatsächlich die gesellschaftliche Herausforderung, die vor uns steht, ist, zu einem System-Change zu kommen, dass man diese Stopp gerade nutzt, zu einem System-Change. Aber eben, wir müssen es feststellen, davor haben ja auch viele Angst. Es ist ganz interessant, dass viele Wirtschaftsverbände, ich habe die Wirtschaftswoche gesehen, die jetzt Karl Marx mit einer Maske auf Titelseiten hat, er ist wieder da, kann man vielleicht auch mal einblenden. Ja? Und das ist jetzt die Angst, die zwischen bei den Wirtschaftsverbänden und ihren Lobbyorganisationen durchgeht. Und die Leopoldina-Text ist auch, muss man sagen, es ist eine politische Intervention verpackt in wissenschaftliche Objektivität. Also das zweite Thema schließt daran an, weil es eigentlich die Frage behandelt, was sind denn die Prioritäten jetzt in dieser Corona-Reaktion?
Und ich denke, das ist ja was, was wir schon eigentlich alle merken. Es gibt eine gewaltige Umwertung. Sachen, die vorher nicht so wichtig waren, werden plötzlich wichtig. Ja, es gibt zum Beispiel ein super interessantes Interview in der Münchner Abendzeitung mit einem Luxusimmobilienmakler, so ein Typ, der so Seegrundstücke am Starnberger See so für 20 Millionen verzickert und so. Und der sagt, es gibt also deutlich weniger Anfragen, die er bekommt im Moment. Aber die Anfragen, die er bekommt, sind super qualifiziert. Das heißt, erstens, die Leute haben das Geld, die wollen kaufen und sie wissen ganz genau, was sie wollen. Und was wollen die? Alleinlage, eigene Quelle, Möglichkeit zur Selbstversorgung, Jagdrecht, also eigenes Jagdrevier und Hubschrauberlandeplatz. Ja, so. Also die Prioritäten verschieben sich. Leute, die vielleicht vorher 800.000 Euro für eine Eigentumswohnung ausgegeben haben, denken sich plötzlich, naja, so ein Überlebensspot in der Natur wäre vielleicht ganz gut. Jetzt am Anfang dieser Krise konnte man den Eindruck haben, dass zu den sozusagen moralischen Gewinnern der ganzen Misere die Künstler und die Kultur gehören. Da gab es einen Tweet von Jan Böhmermann, als es eben losging, dass eben Veranstaltungen und Konzerte abgesagt wurden und so, wo Böhmermann dann gesagt hat, so, und jetzt gehe ich mal davon aus, dass Künstler und der ganze Kulturbetrieb genauso jetzt vom Staat unterstützt werden wie 2007, 2008 die Banken. Und dieser Tweet ging also viral und so weiter und so fort. Und dann in den ersten Verlautbarungen war es ja dann auch so, dass also die Bundesregierung und auch Merkel speziell und so auch das klar zugesagt hat, nein, natürlich, wir werden also die Künstler nicht hängen lassen. Jetzt, wie sieht das in der Zwischenzeit aus? Man muss sagen, der Kulturbetrieb ist ja in einem Maße betroffen, wie es krasser eigentlich nicht geht. Ich meine, ein Freund von mir, der DJ ist und seit ich ihn kenne, eigentlich immer sozusagen sein Geld auf Festivals verdient. Der hat das so schön zusammengefasst, dass eigentlich seine ganze wirtschaftliche Existenz darauf fußt, dass er Leute zusammenbringt. Und er hätte nie gedacht, dass sich das mal als die entscheidende Schwachstelle herausstellt. Also das heißt, alle, und jetzt, wenn man sich überlegt, was an den Festivals dranhängt, ja, die Leute, die da das Catering machen, die Bühnentechniker, die Soundtechniker, die ganzen Theater, die dicht sind, die Schauspieler, die Leute, die unten die Tickets verkaufen, ja, die Tourbusfahrer, also das ist ja unglaublich, wen das alles existenziell betrifft, und die fallen alle ins Nichts. Und wir haben tatsächlich die Situation first in, last out, das heißt, wir sind die Ersten, die faktisch ein Berufsverbot bekommen haben. Und wir sind die Letzten, die wieder arbeiten dürfen. Also das ist auch jetzt schon klar, das ist so. Und natürlich Rücklagen unter Künstlern und so weiter. Ich meine, bitte vergessen wir das. Und da ist es jetzt eben so, dass sich zunehmend eben rausstellt, dass bei diesen ganzen Hilfspaketen die Künstler mitunter sehr schwach ausschauen. Das muss man sagen, ist jetzt aber von Bundesland zu Bundesland verschieden. Also zum Beispiel in Berlin ist das wirklich sehr gut gemacht worden. Da hat der Klaus Lederer, linker, ursprünglich Kulturstaats, Kultursenator, ja, und ich glaube, jetzt ist er doch stellvertretender Bürgermeister oder was. Beides, er ist beides. Ja. Aber er hat wirklich so eigentlich einen engagierten Pitch gemacht, dass die Kultur in der Hauptstadt eben auch wichtig ist und wichtiger Wirtschaftsfaktor, bla bla bla. Und die Leute haben aus dem ersten Hilfstopf wirklich was bekommen. Ist Bayern. Super Söder, der Krisenmanager der Nation und so weiter, ja, da passiert halt das gar nicht. Also Anna, meine musikalische Partnerin, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, 25 abgesagte Konzerte, kriegt also aus diesem Soforthilfetopf nichts. Es ist aber noch besser, sie haben ihr als Antwort die Anlagen ihres Antrags zurückgeschickt. Hiermit senden wir ihnen die Anlagen ihres Antrags zurück. Und was machen die? Schicken ihr die PDF zurück mit den Anlagen. Das war also, weißt du, auch denkst du, Digitalkompetenz gar nicht. Dann in dem Bundesprogramm ist es so, dass sie das so gestrickt haben jetzt, dass du nicht mehr entgangenen Gewinn oder entgangene Einnahmen ersetzt bekommst, sondern nur noch laufende Betriebskosten. Wenn du 25 Konzerte abgesagt bekommen hast, du hast ja keine großen Betriebskosten. Aber es sind halt alle deine Einnahmen weg. Und das Nächste ist, dass eben die freie Kunst, also freie Künstler,
bei diesem Bundesprogramm auch rausfallen. Und da ist es jetzt so, die Julia Neigel hat mich angerufen, Rocksängerin, ja, die hat gerade einen großen Text dazu vorbereitet, ja, weil sie eben sagt, das ist eine weitere, im Grunde ein weiterer Beweis, dass Kunst und Kultur in der Politik null Rolle spielen. Weil man muss ja eine Sache mal sehen, zum Beispiel die Musikindustrie, die ist ja ohnehin schon komplett im Arsch, komplett im Arsch. Und warum ist sie das? Weil wir einen Tonträgermarkt haben, der effektiv nicht mehr existiert. Früher konntest du, wenn du 200.000 Schallplatten verkauft hast, was ziemlich viele Leute hingekriegt haben, weil ja, man musste ja halt Schallplatten kaufen, du konntest sie ja nicht einfach so auf dem Computer hin und her kopieren, dann warst du für 2-3 Jahre ausfinanziert. Und inzwischen ist es jetzt so, auch wegen Corona, jetzt laden wir natürlich alle unseren Content erst recht bei Facebook, YouTube, also sprich bei Tech-Giganten hoch. Die Vergütung ist eine Katastrophe. Du kriegst also für 2 Millionen Streams auf Spotify irgendwelche 600 oder 800 Euro. Also da kann kein Mensch davon leben. Und das heißt, die Forderung, die jetzt eigentlich aufkommt, ist nicht nur sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen und die Künstler müssen von der Soforthilfe auch profitieren, sondern es ist ganz speziell, dass das TMG, das Telemediengesetz, geändert werden muss und so, dass eben Digitalgiganten für das Urheberrecht, das sie benutzen, auch bezahlen müssen. Und eine konkrete Idee wäre zum Beispiel, dass man sagt, hey, die machen ja jetzt einen riesen Gewinn im Moment gerade, natürlich, weil ja eben noch mehr Leute jetzt Live-Konzerte machen und so. Und dass es eine Corona-Abgabe für die Tech-Giganten gibt, die eben direkt an die Künstler durchgereicht wird. Das Gleiche kann ich auch hier von meinem Alltag erzählen. Ich bin in Berlin ja auch im Kulturbereich aktiv und ich habe eine Tango-Veranstaltung gehabt in einem Hinterhof, ganz klassisch in Berlin. Ja. Ich kann erzählen, dass die Erdgeschoss, das war eine Literaturwerkstatt, erster Stock war ein Filmstudio. Beide haben jetzt schon gekündigt. Die sind jetzt schon raus. Ja. Und bei uns im zweiten Stock, da erreicht man die Hausverwaltung nicht. Die sind weg. Also wirklich ein Kollaps. Es ist ein Spirale nach unten. Ja. Sagen wir, der Kulturbetrieb ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in einem freien Fall, der ganz, ganz schnell läuft. Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man das ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwie auffangen kann. Nee, also man muss klar werden, ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen wird das Kulturleben in Deutschland in einer Art und Weise zerstört werden, wie man sich heutzutage noch gar nicht vorstellen kann. Wir sind ja Land der Dichter, ja, und Deutschland hat tatsächlich ein wahnsinnig ausgefächertes Kulturleben. Das ist ja, was Festivals angeht, was Theaterlandschaft und so weiter ausgeht. Und das ist ein ganzer Tourismus, der auch zum Beispiel nach Berlin gekommen ist, diese Jugendattraktion, die Deutschland ausgestrahlt hat im Kulturleben, das droht nachhaltig und langfristig verloren gehen. Und ich glaube, das kann man nur mit einem bedingungslosen Grundeinkommen und diese Abgaben, die du angesprochen hast, das ist eine sehr, sehr, sehr kluge Forderung, auffangen. Ich glaube aber, dass man das Grundeinkommen auch wirklich europäisch denken muss. Spanien macht ja gerade einen wirklichen konkreten Vorschlag in diese Richtung. Ein europäisches Grundeinkommen. Der muss auch nicht überall gleich hoch sein. Man kann es an Kosten ankoppeln. Man kann 3 Stufen machen. Ne? Ein europäisches Grundeinkommen, das ist, glaube ich, die Lösung dieser Zeit. Und ganz ehrlich, wenn wir das hätten, dann würde niemand mehr auf die Idee eines Brexits kommen, glaube ich. Also. Na, weißt du, und wir kamen ja von der Frage, wie sind die Wertigkeiten, wie sind die Prioritäten, was verändert sich da vielleicht, ja, auch durch diese Corona-Reset-Situation, ja. Und eben, ich hatte eine Diskussion auf Facebook mit einer CDU-Stadträtin hier in Hildburghausen, ja, die dann, wo ich, also mich was gepostet habe, ich mich aufrege, ja, dass sozusagen dass die Misere der Künstler auch gar nicht öffentlich Thema wird. Und dann sagt sie, naja, das muss man ja schon verstehen, es geht halt jetzt erstmal um den Einzelhandel und um die Gastronomie und Pipapo und was weiß ich was und so. Und es hat ja früher schon immer geheißen, es ist eine brotlose Kunst. Ja, ich gesagt, also sie zeigen genau diese Einstellung, die da vorherrscht. Nämlich Kunst und Kultur, das ist ja eine ganz nette Sache, wenn man sonst keine Probleme hat. Aber ich bitte Sie, also mitten in einer Krise haben wir doch andere Probleme als uns. Wo ich sage, nein, gerade in einer Krise gibt es ja kaum was Wichtigeres als Kunst und Kultur. Man muss jetzt sagen, es gab jetzt einen sehr, sehr guten Artikel im Tagesspiegel, es gab einen Artikel in der Süddeutschen, es gab einen Artikel im Stern. Also dieses Thema kommt langsam auch durch. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass auch für
sehr etablierte Musiker, die existenzielle Decke relativ kurz ist, in dem Moment, wo da einfach ein Jahr lang die Konzerte ausfallen. Also das ist dann auch, da gibt es natürlich Leute, die haben sehr gut gewirtschaftet. Aber auch für Acts, wo du denkst, die sind noch total sicher und etabliert, wird es da radebutz sehr, sehr schwierig. Auch was die Festivals angeht. Ich meine, große Festivals haben das ganze Jahr über laufende Personalkosten. Die stellen ja nicht nur für die 5 Tage Festival mal kurz ein paar Leute ein, sondern da hast du ein Bookingbüro, da hast du Ding, da laufen das ganze Jahr. Das heißt, alle Kosten für das Festival 2020 sind ja schon weg, die sind ja schon ausgegeben. Und jetzt kommt das Festival, was das refinanziert, nicht. Ja, was machst du jetzt? Er muss ja 2021 das Festival trotzdem jetzt planen. Ja? Und deswegen denke ich, das ist eine sehr, sehr gute und wichtige Diskussion jetzt, die man auch unterstützen muss, eben nicht nur, weil es uns jetzt tatsächlich auch selber betrifft, sondern ich glaube, das ist was, was ganz entscheidend jetzt auch über die Frage, was ist eigentlich Gesellschaft, verhandelt werden muss. Ist eben Gesellschaft nur das Bruttoinlandsprodukt oder whatever? Ich meine, mal den Kontrast. Adidas. Ja? Adidas sagt, oh Gott, Bundesliga findet nicht statt, Champions League findet nicht statt, Olympische Spiele fallen aus, wir sterben. Okay? 2,2 Milliarden von der KfW. Also von der staatlichen Bank. So. Die großen Ketten sagen, wir zahlen erstmal keine Mieten mehr. Weißt du, was ich meine? So, das ist, also da wird sofort die Schleuse aufgemacht. Du, mit diesen 2,2 Milliarden für Adidas, da hättest du hier im Kulturbetrieb aber einen Arsch voll Leute retten können. Und ich glaube, auch hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern muss man das schon mal ausmalen. Es wird so oder so definitiv so sein, dass eine Reihe von euren Clubs, wo ihr gerne hingeht, von euren Veranstaltungsorten, Konzertorten, von euren Kneipen und so, die werden nie wieder aufmachen. Das ist jetzt schon völlig klar. Weil die das nicht durchstehen, weil die vorher schon am Rand waren, gibt es lauter kleine Gemeinheiten, die zwangen, Computerkassen einzuführen. So eine Computerkasse kostet 3.000 Euro, meldet alles direkt ans Finanzamt. Das hat reihenweise Gastronomen den Gar ausgemacht. Ja? Und das heißt, dieser ganze kulturelle Breitensport, diese ganze Basis quer in der Gesellschaft, die wird wegfallen. Und das wirst du mit subventionierter Kultur, eine Oper hier und irgendein schickes Staatsballett da, nicht rausreißen. Und das muss man sich eben klar machen, welche Gesellschaft wollen wir eigentlich haben. Und ein letzter Kommentar dazu, vielleicht die Frage von bedingungsloses Grundeinkommen, betrifft übrigens auch die kleinen Einzelhandel, weil auch die werden nicht mehr überleben. Das machen wir uns auch. Mit dem Vorsprung, der jetzt die digitale Giganten haben, von Amazon und so weiter, den Marktanteile sich jetzt errungen haben, da werden die Kleinen so nicht mehr gegen angehen können. Das heißt, ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen und ohne eine ganz andere Besteuerung, diese Tech-Giganten, wird vieles, was uns im Leben, das Leben lebenswert gemacht hat, in Zukunft nicht mehr sein. Unser nächstes Thema ist die mit sehr viel Wirbel in die Öffentlichkeit gekommene sogenannte Heinsberg-Studie, die von Professor Streeck aus Bonn durchgeführt worden ist und zu sehr viel Wirbel geführt hat, da in dem Sinne, dass diese Studie sozusagen als Beweis jetzt gilt, dass man jetzt den sogenannten Lockdown, die Ausgangssperren und so weiter, lockern sollte und viel schneller zur Normalität zurück kann. Der Herr Streeck ist tatsächlich ein sehr, sehr angesehener Wissenschaftler. Das heißt, es geht hier nicht darum, sich irgendwie in diese Wissenschaftsdiskussion einzumischen. Wer sind wir, ja, die das könnten? Aber an dieser Studie, und ich muss sagen, es gab auch von ihm ein sehr richtiger Move, zu sagen, man geht in den Hotspot, da wo es die meisten erkrankten Corona-Menschen gibt, und untersucht genau diesen Hotspot. Ja? Ja. Das ist methodisch sehr, sehr gut, sehr richtig, was hier gemacht worden ist, dass man es nicht nur im Labor macht, sondern dahin geht, wo das Problem real stattfindet. Soweit, so gut. Aber ist diese Studie ist in den letzten Tagen auch sehr stark kritisiert worden. Ich finde, es ist ehrlich gesagt ziemlich zerrissen worden. Sowohl in Medien als auch in Wissenschaft, und zwar nicht ohne guten Grund. Es gab 3 große Kritiken an dieser Studie. Erstens ist es so, dass sowas in der Zeit zu lesen, in der Süddeutsche zu lesen, so hat es auch Professor Drosten erklärt, ja, dass
die Antikörper, die gemessen worden sind, um zu zeigen, wer den Virus hatte und wer nicht, dass diese nicht eingeengt genug waren. Ja, das heißt, es kann auch sein, dass das, was sie untersucht haben, auch diese Antikörper auch teilweise von anderen Grippeformen hätten entstehen können. Es ist nicht klar, wie eng und wie genau diese Untersuchung in diese Frage war. Zweitens gibt es auch eine Kritik an der Zählmethode, weil die zentrale Aussage dieser Studie war ja, 15% der Menschen hatten schon Corona in Heinsberg und die Mortalität liegt bei 0,37%. Ja? Diese zwei Zahlen wurden rausgebracht. Wie gesagt, ein Problem war mit den Antikörpern. Zweites Problem war, dass die Zählmethode scheinbar auch nicht ganz genau war, weil man die ganze Haushalte gezählt hat, wo klar ist, wenn einer in einem Haushalt was hatte, dass die anderen es auch sehr viel wahrscheinlicher kriegen. Dass man das abziehen muss in den statistischen Modellen und mathematischen Rechnungen, die man da macht. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Diese ganze methodische Herangehen dieser Studie wurden nicht genau diskutiert. Normalerweise ist es so, ich habe das von mehreren Leuten, die jetzt im Wissenschaftsbetrieb in diesem Bereich aktiv sind, erklären lassen. Wenn du eine Studie machst, stellst du das erst in eine sogenannte Peer-Feedback raus. Das heißt, du gibst es so 10, 12, 15 wirklich Fachleuten, die es angucken und dir ein Feedback geben. Sagen, ey, pass auf, das ist gut, das ist schlecht, schau dir da nochmal nach, check das nochmal. Also man holt sich erstmal einen wissenschaftlichen Feedback, überarbeitet das und geht dann in die Öffentlichkeit. Ja? Jetzt ist aber so gewesen, dass diese Studie diesen Feedback nicht gemacht hat. Das ist auch, was Drosten sagt. Sagt, ey, ich kann nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, weil wir haben das gar nicht, es ist gar nicht öffentlich in einem Wissenschaftsbetrieb. Und der Herr Streeck sagte auch, der Grund, dass man die Ergebnisse unbedingt noch vor Ostern präsentieren wollte, sei gewesen, dass nach Ostern ja entschieden werden solle, wie es mit strengen Maßnahmen weitergeht. Ich muss sagen, ey, das ist mir, sorry, ein bisschen verdächtig und ein bisschen nicht sauber, weil dazu kommt noch, dass die Social Media Agentur, die Social Media Agentur, die mit dieser Kampagne zusammenhängt, eine der Chefs, der Gründer der Social Media Agentur, ist Kai Diekmann, der ehemalige Chefredakteur von der Bild-Zeitung. Jetzt ist nicht so, dass. Dazwischen fragen. Also der Streeck hat eine eigene Social Media Agentur, oder wie? Nein. Die Social Media Agentur, die beauftragt worden ist, um diese Studie zu präsentieren. Warte mal, ich check mal schnell. Aber ist das eigentlich üblich, dass man für eine wissenschaftliche Studie eine Social Media Agentur engagiert, oder ist das ist neuerdings immer so? Das kann ich jetzt nicht genau beantworten. Das ist erstmal so fürs erste Hören ein bisschen auffällig, oder? Also. Story Machine heißt übrigens die Social Media Agentur. Kann sein, kann ich nicht beurteilen, kam mir auch ein bisschen schräg vor, als ich gehört habe, Kai Diekmann, bin ich erst recht skeptisch geworden. Ja. Jetzt ist das so, dass aber ein anderer, die Social Media Agentur, den Armin Laschet, den Ministerpräsidenten, sehr gut kennt. Also das sind so Netzwerke, die da sind und so. Nur es ist auffällig, dass der Herr Streeck, wie gesagt, er mag seine Meinung haben, er ist ein hervorragender Wissenschaftler und da gab es auch noch unterschiedliche Einschätzungen geben, aber er war von vornherein schon derjenige, der diesen Lockdown am stärksten kritisiert hat und der meinte, er ist niemand, der den Gefahr des Virus leugnet oder so, muss man dazu fairerweise sagen. Er hat nur eine andere, er schlägt andere Strategien vor, die nicht auf Herdenimmunität hinauslaufen. Das finde ich, ist eine legitime Debatte innerhalb der Wissenschaftler, kann man führen. Aber mir, es ist schon ein bisschen spanisch, wie so eine wichtige Studie, die am Hotspot stattfindet, ohne den üblichen wissenschaftlichen Routinen, die so viel Zeit auch nicht kosten, also 2 Tage Feedback kann man sich holen, wenn man so eine wichtige Ergebnisse präsentieren will, die eine gesellschaftliche, politische Entscheidung beeinflussen, dass man das nicht macht. Aber schau mal, ich glaube, da passiert ja insgesamt was und das war ja in der Klimadebatte schon so. Normalerweise waren ja Wissenschaftler, also Naturwissenschaftler, Leute, die hast du jetzt abgesehen von so einem Superstar wie Einstein, ja, kaum sozusagen öffentlich so richtig mitgekriegt. Ja. Und jetzt in der Klimadebatte war das ja schon so, dass plötzlich eben, und dann hast du diese Popularisierer wie Harald Lesch oder so, die dann eine Riesenrolle spielen und so. Und jetzt ist es natürlich erst recht auch wieder so. Ich meine, der Drosten steht natürlich auch sehr in der Öffentlichkeit und also ich habe auch irgendwie, der Streeck war ja praktisch ein Schüler, kann man sagen, oder? Nachfolger von Drosten. Von Drosten, ja.
Nachfolger in Bonn. Nachfolger. Er ist der Nachfolger von Drosten. Also Drosten hatte vorher den Job, den Strick jetzt hat und so. Also das ist natürlich alles auch nicht ausgeschlossen, dass da persönliche Rivalitäten vielleicht auch eine Rolle spielen oder so. Und natürlich eben hast du Einflussnahme von allen Seiten. Also ich meine, der Drosten ist jetzt auch nicht vollkommen frei von wirtschaftlichen Interessen und so weiter. Ist sehr nah natürlich eben an dieser Gates-Geschichte dran. Aber die Diskussion, die da jetzt läuft, muss ich jetzt sagen, die finde ich erstmal wichtig und gut. So. Ich finde das sehr ärgerlich, wenn Leute so tun, als ob dieser Virus ein einziger Witz wäre. Dafür muss ich sagen, gibt es leider zu viele Leute, die mit Covid-19 echt richtig Scheiße erlebt haben oder auch gestorben sind mit oder an dem Virus. Das mag man jetzt im Einzelnen diskutieren, aber so. Wobei ich sage, auch die Diskussion darüber, wie gefährlich ist es wirklich, finde ich auch legitim. Ja? So. Aber vor allem die Diskussion darüber, was ist jetzt eine adäquate und wirkungsvolle und sinnvolle Reaktion, die finde ich schon auch sehr legitim und das finde ich auch gut, dass das diskutiert wird. Also der Jens Berger von den Nachdenkseiten hat zum Beispiel gestern was gepostet, wo er sagt, wenn du dir die Zahlen jetzt anschaust, stellt sich raus, dass zum Beispiel die Absage von Großveranstaltungen, das ist ein bisschen blöd für uns halt als Kulturmenschen, aber dass das wirklich was gebracht hat, während der Effekt von der sozialen Distanzierung, oder eigentlich ist es ja eher richtiger übersetzt mit einer räumlichen Distanzierung, aber dass das ziemlich fraglich ist und so. Und das sind so Diskussionen, das finde ich gut, wenn sie jetzt geführt werden. Und dass da der Diskurs aufknackt, finde ich erstmal begrüßenswert. Ja, Diskussion finde ich auch richtig und wichtig. Man sollte nur halt aufpassen, wie so, dass man auch wirklich achtsam ist für gewisse Kampagnenjournalismus. Und ja, wenn man eine wissenschaftliche Studie an den Gremien vorbei die Ergebnisse ganz schnell vom Ostern mit dem Ministerpräsidenten Laschet, der gerade zufällig sich profilieren will, als derjenige, der ganz schnell den Exit will, präsentiert, da wäre ich sehr vorsichtig. Naja, ey, dass dieser Kandidatenzirkus, der da bei der CDU im Grunde im Hintergrund abläuft, eine Riesenrolle spielt, wo eben Söder sich enorm positioniert und ja irgendwie von Merkel auch sehr viel Bühne freigeräumt bekommt, wenn du dir diese Pressekonferenz angeschaut hast, wo ja übrigens nebenbei niemand verzichtet hat darauf, über die Situation der Kirchen zu reden, weil die jetzt ihre Gottesdienste nicht mehr haben. Aber keiner hat die Kultur erwähnt und keiner hat die Festivals erwähnt. Muss ich auch mal sagen, wie viele Leute gehen denn nach Wacken und wie viele Leute hocken in so einem durchschnittlichen Gottesdienst drin? Ja? Aber da war es eben auch so sehr deutlich natürlich, dass sie sich jetzt auch als jeder möchte der beste Krisenmanager sein und so weiter und so. Das ist, denke ich, ganz klar, dass das eine große Rolle spielt. Und ich möchte eine Sache da noch anfügen. Und ich wohne ja hier in einem rot-rot-grün regierten Bundesland und wir haben ja jetzt mit großem Trara und auch mit großem Hickhack Bodo Ramelow wieder als Ministerpräsidenten. Und ich muss schon sagen, was mich echt traurig macht, ist, es ist in dieser ganzen Diskussion keine dezidiert linke Antwort auf diese Corona-Geschichte greifbar geworden. Also ich habe bei Bodo auch das Gefühl, der schwimmt da so mit. Aber eigentlich, wo ist jetzt der spezielle Akzent von Rot-Rot-Grün, zum Beispiel in Thüringen? Wo ist der Thüringer Weg, der eben deutlich sozialer ist, der das also gerechter löst? Ja? Der vielleicht mit, also ich glaube schon, dass es, was die Polizei in Bayern da veranstaltet, ja, das ist ein völlig anderes Thema als hier in Thüringen. Das schon. Aber ich finde, dass, auch wenn ich jetzt sehe in den Wahlumfragen, die Linke schmiert ab auf 7%, ja, ehrlich gesagt, das wundert mich nicht, weil sie eigentlich überhaupt keine eigenständige Position kenntlich macht. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, es eine linke Position kenntlich zu machen. Wie gesagt, mein Punkt ist gerade, dass man sich aufpassen muss, dass mit Wissenschaft nicht Schindluder getrieben wird, dass nicht politische Kampagnen im wissenschaftlichen Deckmantel präsentiert werden. Mhm. Und leider riecht es bei der Heinsberg-Studie einiges ein bisschen danach. Unser nächstes Thema wird euch alle schon deswegen sehr, sehr freuen, weil es handelt nicht von Corona. Ist das nicht schön, einfach mal auch über was zu reden, was nichts mit Corona zu tun hat? Wir reden jetzt eben über Bernie Sanders und den Vorwahlkampf in den USA, der jetzt im Grunde vorbei ist. Ja? Bernie Sanders hat seine Kampagne beendet, Joe Biden ist jetzt tatsächlich, aber witzigerweise muss man ja wirklich sagen, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten.
Barack Obama hat jetzt auch eben öffentlich seine Unterstützung für Joe Biden erklärt und es ist also klar, darauf läuft es jetzt raus. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht erstens Bernie selber und zweitens, was macht diese Bewegung, die er aufgebaut hat, die er tatsächlich auch den Charakter einer Bewegung durchaus hatte. Teil 1, Bernie macht im Grunde das, was er 2016 auch schon gemacht hat. Das heißt, er wirft sich mit Sack und Pack, wie damals hinter die Kandidatur von Hillary Clinton, jetzt hinter die Kandidatur von Joe Biden. Das heißt, es gibt jetzt da Videocalls von Joe Biden, wo Bernie Sanders dann da mit reinkommt und so. Bernie Sanders hat eben seine Kampagne beendet und sich für Biden erklärt, hat aber praktisch keinerlei inhaltliche Konzessionen rausgeholt. Also das Einzige, was jetzt irgendwie ist, da gibt es irgendeine komische Taskforce, irgend so ein komisches Gremium, ja, vergiss es. Biden sagt zu Medicare for All, also der Hauptforderung von Sanders, ja, Gesundheitsversorgung für alle, Bidens Vorschlag ist jetzt, dass man irgendwie das Berechtigungsalter für irgendeine Medicare-Geschichte von 68 auf 62 Jahre absenkt und bla. Also der ist im Grunde rechts von dem, was Hillary Clinton 2016 gefordert hat. Und es ist tatsächlich so, dass Bernie eigentlich da eine sehr, sehr staatstragende Rolle spielt und das Ganze natürlich mit dem Argument, dass Donald Trump eben der gefährlichste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist und es kommt jetzt alles darauf an, gegen Trump zu gewinnen. So. Interessant ist aber, dass das war ja 2016 schon so, dass ein gewisser Teil der Sanders-Kampagne und der Anhängerschaft darauf keine Lust hatte. Und wenn man sich eben anschaut, es gibt durchaus einen relevanten Prozentsatz von Sanders Vorwahlwählern, die am Ende nicht für Clinton gestimmt haben. Diesmal ist es jetzt so, dass es eine sehr starke Kritik daran gibt, wie Sanders sich verhält und auch eine sehr prominent vertretene Position zu sagen, wir wählen Biden nicht. Zu den Leuten, die das vertreten, gehören erstens mal verschiedene Stars der progressiven digitalen Medienszene in den USA, die da ja sehr stark ist. Das heißt, Kyle Kulinski von der Kyle Kulinski Show hat gleich gesagt, nix, Biden macht er nicht mit, sieht er nicht ein. Joe Rogan, der größte Podcast der Welt, die Joe Rogan Show, ja, hat ja zwischendrin gesagt, also wenn in Kalifornien Vorwahl ist, wird er Bernie Sanders wählen. Und der hat jetzt gesagt, also Entschuldigung, aber Biden wähle ich nicht. Crystal Ball, ja, eine ehemalige MSNBC, Mainstream-Journalistin, Fernsehjournalistin, die jetzt ein extrem gutes und sehr erfolgreiches digitales Format hat, The Rising, hat auch gesagt, hier Biden wählen kommt überhaupt nicht in die Tüte. Interessant ist jetzt die Argumentation eigentlich, warum sie das sagen. Punkt 1 ist, dass sie sagen, wir wollen nicht einfach immer sozusagen mit der größten Selbstverständlichkeit mit eingesackt werden, ohne dass es irgendeinen politischen Schritt auf unsere Forderungen zugibt. Das heißt, derselbe Konzernscheiß von den Demokraten findet jetzt einfach weiterhin statt und wir sollen da einfach mitwatscheln. Das machen wir nicht. Das Zweite ist aber noch viel fundamentaler und das ist, dass die Leute sagen, sie haben im Grunde das Vertrauen in den elektoralen Prozess, also in diesen Wahlzirkus, völlig verloren. Es ist ja auch bei dieser Vorwahl wieder zu, sagen wir mal, mehr als fragwürdigen Vorkommnissen gekommen. Das ging ja gleich los in Iowa bei der ersten Vorwahl, wo die Ergebnisse irgendwie 14 Tage später dann mal rauskamen und das und da extrem viel auch wirklich beschissen wurde. Und Bernie hat das nie zum Thema gemacht. Das hat er immer irgendwie, ja, Demokratie heißt, dass es so einfach wie möglich ist, dass alle Leute wählen sollen, das soll gewährleisten. Er hat nie einfach mal gesagt, hey, die demokratische Parteimaschine, die betrügt hier. Das ist Wahlbetrug, was hier abläuft. Und das hat sich im Grunde durchgezogen und er hat das nicht thematisiert. Und die Leute, die jetzt eben sagen, sie werden Biden nicht wählen, die sagen im Grunde, der ganze demokratische Prozess in den USA ist dermaßen korrupt und kaputt, dass wir kein Vertrauen mehr darauf haben und setzen insofern eher auf eine Bewegungsperspektive. Und das ist natürlich schon ein krasser Schritt. Ja, andererseits muss man auch sagen, dass tatsächlich dieses Zerfall des politischen Systems, das sehen wir auf der Linken, auf
ja. Mitte, links, ja, wie das so zerfällt. Aber auf der rechten ist es halt auch dramatisch, was sich da so abspielt. Also wir haben heute bei Facebook von Common gepostet die Bilder von den Trump-Anhängern, die bewaffnet inzwischen auf die Straße gehen, um gegen den Lockdown zu demonstrieren. Also das sind sozusagen Zerfallserscheinungen der Staatlichkeit in den USA, die einem auch ein bisschen Angst und Bange machen können. Natürlich, natürlich. Natürlich, weißt du, und das ist eben so, dass du in natürlich dieser Corona-Krise, jetzt reden wir doch ein bisschen drüber, diesen Zustand der USA natürlich in extremem Maße siehst. Also die Vereinigten Staaten von Amerika sind sowohl das reichste Land, das die Menschheitsgeschichte je gesehen hat, als auch ein Drittweltstaat. Sie sind eben in weiten Teilen auch ein Drittweltstaat, wo du kein sauberes Trinkwasser zum Teil hast, wie in Flint, Michigan, wo Blei im Wasser ist und das seit Jahren nicht repariert wird. Es ist unglaublich, da sterben Leute, da sterben Kinder, ja, es ist ein Riesenthema. Michael Moore macht ein Ding nach dem nächsten darüber, es wird nicht repariert. Ja. Infrastruktur ist im Arsch und der Zustand des Gesundheitssystems ist natürlich auch katastrophal. Und insofern 70% der Leute, die Corona-positiv getestet sind in den USA und auch die daran sterben und so weiter, sind Schwarze, sind Latinos, sind Minderheiten. Ja, also ist vollkommen klar. Ja. So. Gleichzeitig, wenn man sich das politische System anschaut, muss man natürlich eben auch sagen, du hast eben zwei extrem korrupte, hardcore-kapitalistische Parteien, die Demokraten und die Republikaner. Und das ist ja das, was ich auch sozusagen, wenn in den alternativen Medien Trump immer irgendwie so als Hoffnungsträger und so, wie ich immer sage, im Grunde sind das Mafia-Kriege, wo eine Mafia, eben die Mafia um Hillary Clinton oder Obama, also die demokratische Mafia, gegen diese Trump-Mafia jetzt einen echten Battle zwar austrägt, aber im Grunde geht es darum, dass zwei Verbrecherbanden sich um die Beute prügeln. Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, über die Natur von Trump müssen wir vielleicht nochmal ausführlich diskutieren. Ja. Ich glaube nicht, dass es einfach vergleichbar und nicht keinen Unterschied gibt zwischen diesen verschiedenen Mafia-Banden. Ja, natürlich gibt es Unterschiede, klar. Also es gibt innerhalb der Trump-Administration, am Anfang war ja der Stephen Bannon ein sehr starker Berater von ihm. Er hat sich von ihm gelöst, weil er ein bisschen zu bunt wurde. Aber Stephen Bannon hat ja in seinem Programm immer gehabt, wir wollen den Staat zerstören. Ja. Ja, das war so, er hat sich immer auf Lenin bezogen. Ja. Das ist eine rechte, libertäre, antiglobalistische, so ein bisschen gegen oben gerichtete, eigentlich rechtsradikale Faschist-Ideologie, die natürlich Chaos sehen will, die alles destabilisiert, die Gesellschaft in ihre Strukturen so destabilisieren will, um dann mit nackter Gewalt zu regieren. Ja? Ja. Das ist gerade der Film, wie gesagt, dieses Video sehen wir gerade hier, das ist der Film, der gerade auch ein bisschen abläuft. Also so Leute, ob die jetzt an den Schaltstellen sitzen, ob die einen Kaepernick zum obersten Gerichtsrichter nennen oder so, oder ob es irgendwelche korrupte Liberale sind. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Und ich finde, dass der Bernie Sanders wirklich in einem Dilemma steckt, weil dieser Versuch, die Demokratische Partei zu holen, zweimal gescheitert ist. Jeder Aufruf natürlich, nicht Joe Biden zu wählen, wird dann am Ende heißen, Trump hat gewonnen, weil ihr Linken das ermöglicht habt. Also das ist wirklich ein Dilemma, man kann es nur verlieren. Ja, aber weißt du, das ist eben genau das, was auch vielleicht dazu geführt hat, dass Sanders verloren hat, wobei man das natürlich nicht weiß. Es gibt einen sehr interessanten Newsletter von David Sirota, das ist ein Offizieller der Sanders-Kampagne gewesen, der in dem Presseteam gewesen ist. Und der hat einen Text jetzt geschrieben, der heißt The Tyranny of Decorum. Ja? Decorum wird vom Cambridge Dictionary übersetzt mit Behavior that is controlled, calm and polite. Also Verhalten, das kontrolliert, ruhig und höflich ist. Und David sagt eben, sie hatten, also er, Nina Turner und Brianna Joy Gray, die Pressesprecherin der Sanders-Kampagne, haben eigentlich innerhalb der Kampagne eine versucht, wirklich eine Position aufzumachen, dass Sanders Biden mehr attackieren muss. Sanders hat das letztlich nicht gemacht. Er hat immer gesagt, Joe is my friend, und hat auch die inhaltlichen Punkte. Es geht ja nicht darum, er hätte ja jetzt nicht persönliche Geschichten da auf Biden rumhacken sollen, aber ich meine, bitte, Biden ist jemand, den man ja inhaltlich und über seinen
Record, also über die Geschichte seines politischen Verhaltens angreifen hätte können. Und Sirota sagt eigentlich, es gibt drei wesentliche Gründe, warum Sanders das letztlich nicht gemacht hat. Punkt eins ist, dass Sanders Biden tatsächlich so persönlich mag. So. Wo Sirota jetzt sagt, na gut, das will er jetzt nicht weiter kommentieren, aber das ist einfach ein Fakt gewesen, ja. Sanders hatte eine Beißhemmung gegen Biden, die er gegen Hillary Clinton in dem Maße nicht hatte, weil die sich eh nicht riechen konnten. Punkt zwei ist, dass Sanders insgesamt ein sehr konstruktiver Politiker ist, der so eine Taktik wie Trump das bei der Vorwahl 2016 bei den Republikanern gemacht hat, der gesagt hat, hey, fuck you, ich werde, wenn ein anderer hier Kandidat wird, ich wähle nicht. Und so ist Sanders natürlich nicht drauf. Sanders ist keiner, der eine Politik der verbrannten Erde irgendwie oder so, der da so durch die Gegend bulldozert. Das ist ja auch grundsätzlich sicherlich ganz gut. In dem konkreten Fall hat es ihn aber, denke ich, auch sehr gehemmt. Und das Dritte ist, dass er eben, also David Sirota argumentiert, es gibt sozusagen eine eben, Kultur, die so auf höflich und wir können uns doch angesichts von Trump ja nicht gegenseitig zerfleischen und so weiter und so fort. Und das wird eben von der demokratischen Parteimaschine sehr gepflegt und von den Medien sehr unterstützt. Also immer, wenn du negativ über einen anderen Kandidaten redest, dann schwächst du den Demokraten und stärkst Trump. Wo man aber sagen muss, Entschuldigung, die Vorwahl Clinton-Obama 2008, also die war ja richtig dirty. Also wenn du dir diese Attack-Ads, diese Werbekampagnen von Clinton über Obama und von Obama über Clinton anschaust, da ging es ja richtig zur Sache. Also so. Und das hat am Ende Obama als Kandidaten ja nicht schwächer gemacht, sondern stärker. Weil im Grunde alle Angriffsthemen hatte die Clinton schon abgeräumt. Und als er dann gegen John McCain in der Präsidentschaftswahl stand, war kaum mehr was übrig. Jetzt bei Biden ist es so, dass ganz viele Sachen, Hunter Biden, die ganze Korruption um Biden und so weiter, Biden und die Freihandelsabkommen, diese ganzen Geschichten, die hat auch letztlich Sanders sozusagen vornehm nicht so groß zum Thema gemacht in der Vorwahl. Und Trump hat in seinen ersten Anzeigen schon klar gemacht, dass er das natürlich riesig zum Thema machen wird. Und das, das ist alles nach, ja, alles, was falsch lief, darüber haben wir eine Sendung gemacht. Jetzt war die Frage, er hat sich für Biden ausgesprochen und dann sagen Leute, ja, das ist ein bisschen ausverkauft. Und die Linken sagen, wir machen ja nicht mit. Ja? Was verständliche Reaktion ist, aber man muss sich dann nicht, dann bitte nicht heulen, ja, wenn Trump nochmal gewinnt, dann nicht nochmal heulen, wenn das auch den globalen, den allen Rechten dieser Welt totalen Aufschwung gibt, wie, Biden, wie Trump es ja schon vor 4 Jahren gemacht hat. Ja? Also, na, warte mal kurz, das läuft wieder darauf. Nach hinten, sondern nach vorne. Ja? Du kannst jetzt noch 3 Stunden analysieren, was man hätte alles machen können, es alles hätte. Ja. Ja? Es ist darum, es ist eine Scheißsituation, ja? Aber Trump muss verhindert werden. Das ist, der fängt jetzt an, einen Krieg gegen China zu führen. Er hat jetzt angefangen, den Virus in Chinesen die Schuhe zu schieben und die setzen genau da an, wo sie im Hongkong-Konflikt aufgehört haben. Die werden wahrscheinlich beginnen, chinesische Konzerne zu enteignen in den USA. Einer seiner Hauptberater hat gerade auch nochmal angefangen zu sagen, Gates hätte diesen Virus erfunden, ja, oder kreiert. Ja. Also mit so Leuten haben wir es zu tun. Ne? Also, ja, aber warte mal, das ist unbestritten. Nur mit was für Leuten haben wir es auf der anderen Seite zu tun? Also es ist ja jetzt gerade, gab es einen Leak in Großbritannien von Chat-Protokollen, wo sich herausgestellt hat, dass die halbe Labour-Partei Funktionärselite aktiv dafür gearbeitet hat, dass Jeremy Corbyn die Wahl verliert. Das hätten die Demokraten auch gemacht in den USA. Und dann hat man Boris Johnson jetzt und dann sagt man, wer ist wieder schuld? Na, die Linken in der Labour-Party. Bei den Demokraten genau dasselbe. Man hat eine unglaublich starke Kampagne gehabt von Sanders mit Riesenveranstaltungen, mit Riesendynamik, mit Riesen-Euphorie. Die hat man gezielt kaputt gemacht und hat im Grunde sehenden Auges einen unglaublich schwachen Kandidaten aufs Schild gehoben, wo im Grunde auch Obama weiß, er ist ein fürchterlich schwacher Kandidat. Und ich meine, weißt du, das muss man schon, also dieses Blame Game, was da jetzt schon wieder abläuft, das ist eben was David Sirota auch sagt. Das ist eben genau das Ding, ja. Immer, wenn irgendeine Kritik von links kommt,
in so einer Vorwahl, dann heißt es immer, oh, Unity, Einheit, Einheit, Unity, wie könnt ihr da das machen, das hilft nur dem Gegner. Währenddessen ist ja der Diffamierungsmodus gegen Sanders auf Hochtouren gelaufen. Und man hat ihn volle Granate angegriffen. Und deswegen, ich denke, das ist schon eine wichtige Auseinandersetzung. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt so anschaue bei Kyle Kulinski und eben den ganzen verschiedenen Leuten, dann habe ich im Moment auch das Gefühl, es ist von ihnen vor allem gerade so eine Taktik von beiden, mehr Konzessionen rauszuholen und das eigene Lager zu stärken. Ob die am Ende dann tatsächlich nicht wählen, wenn es Trump gegen Biden geht, das ist noch nicht ganz sicher, würde ich jetzt mal vermuten. So, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Bitte schreibt uns eure Kommentare. Wir interessieren uns sehr, was ihr davon denkt, was wir so erzählen. Eure Kritik, eure Meinungen und Ergänzungen, Wünsche über die Themen, über die wir in nächster Zeit reden sollten. Bis zum nächsten Mal. Wir haben unsere Premiere-Sendung damals hinter uns. Und ich darf mich auch nochmal herzlich bedanken und ich freue mich wirklich wahnsinnig, weil Common ist auf jeden Fall ein total interessantes Medienprojekt und ich finde es auch einfach vom Content her die ganze Zeit schon sehr sehenswert. Das Einzige, was mich immer echt irgendwie überrascht hat, ist, dass das nicht noch mehr Verbreitung findet. Und das wäre total nett, wenn ihr das jetzt übernehmt. Dafür zu sorgen, dass der hervorragende Content von Common TV eben mehr Leute erreicht. Danke euch.